Meine Damen und Herren, die CDU hat zusammen mit der FDP eine Enquetekommission vorgeschlagen, Zukunft der freien Hansestadt Bremen als Bundesland. Ich fand zunächst den Vorschlag über diese Frage parteiübergreifend und möglicherweise mit anderen Expertinnen und Experten außerhalb des Parlaments noch einmal nachzudenken, nicht charmant, solange bis ich die Begründung gelesen habe, weil eine Kommission, die die Zukunft vor der freien Hansestadt Bremen als Bundesland allein durch Kürzungen sicherstellen will. Eine solche Kommission braucht man nicht, weil das ist eine Aufgabe, die sich von vornherein aufgrund der äußerlichen Bedingungen als unmöglich erweisen wird. Und auch die Debatte bisher hat ja gezeigt, dass ein Widerspruch vollständig deutlich geworden ist. Auf der einen Seite gibt es einen deutlichen Zwang zur Ausgabenkürzung und auf der anderen Seite weiß man eigentlich nicht genau, wann und wo und bei wem man kürzen kann. Zahlen dazu machen die Dimension der Unmöglichkeit noch mal deutlich. Nächstes Jahr im Entwurf stehen 928 Millionen Euro Haushaltsdefizit. Wir haben uns theoretisch verpflichtet, diese 928 Millionen bis ins Jahre 2020 auszugleichen. Rechnerisch heißt das ungefähr in den nächsten 9 Jahren 100 Millionen jährlich. Wenn wir Glück haben und in den Verhandlungen mit dem Bund kriegen wir irgendeine Form von Erlass, sagen wir 300 Millionen, dann brauchen wir nur 600 Millionen Haushaltsdefizit ausgleichen, dann müssen wir immer noch irgendwas zwischen 60 und 65 Millionen Euro jedes Jahr Haushaltsdefizit ausgleichen. Und wenn dann alleine die Einnahmen, was in Bremen noch nicht so oft passiert ist, jedes Jahr um 2% steigen, heißt das, dass wir die Ausgaben einfrieren müssen, um dieses Sanierungsziel zu erreichen. Und klar ist auch, dass wenn man das so tut, bei steigenden Zinsen sind 100 Millionen weniger für alle anderen konsumtiven Ausgaben da und wir haben 2020 einen Ausgabenstand von ungefähr 85%, selbst wenn diese positiven Voraussetzungen eintreten. 15% bei den Ausgaben, die nicht Zinsen sind, da reden wir über eine Einsparung, notwendige Einsparung von irgendwas bei 450 Millionen Euro. Ich sage, das ist eine Aufgabe, die kriegen wir nicht hin, selbst wenn wir alle Vorschläge von Herrn Röwekamp oder die Regierungsvorschläge zusammenpacken und uns jetzt diesem Ziel so widmen, dass wir sagen, wir brauchen einfach nur mal die Struktur zu ändern und ähnliche, und dann wird das alles schon klappen. Ich sage, das ist physikalisch nicht möglich. Deswegen ist eine Kommission, die dieses Problem ausschließlich über die Frage von Haushalts- und Ausgabenkürzung angeht, von vornherein eine Kommission mit einem falschen Ansatz. Und deswegen legen wir sie ab. Die Frage ist, wozu soll denn sonst diese Kommission sein? Meiner Meinung nach setzt sich fort, was wir bei der Beginn der Debatte um diese sogenannte Schuldenbremse gesagt haben. Wir haben gesagt, diese Schuldenbremse leugnet, dass ständig auf Bundesebene seit Gerhard Schröder und auch schon seit Helmut Kohl Länder und Kommunen ausgetrocknet werden und gibt ihnen das Problem in die Hand. Letztendlich gibt es dadurch einen Zwang zu schwarz-gelber Politik, und die macht sich im Wesentlichen an drei Dingen fest. Und das macht auch dieser Vorschlag hier für eine Enquetekommission deutlich. Dieser Vorschlag sagt, wir können das Ausgabenproblem lösen, wenn wir im öffentlichen Dienst Massenentlassungen vornehmen. Wir reduzieren sozusagen, wenn wir real einsparen wollen, dann verbirgt sich hinter FDP-Floskeln und CDU-Floskeln von schlankem Staat und Strukturreform und Ähnliches, resultiert im Endeffekt immer der Verlust von Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst. Und das bedeutet Massenentlassung. Wenn man real von den 1,3 Milliarden Euro Personalausgaben 100 oder 200 oder 300 Millionen Euro sparen will, muss man Tausende von Menschen entlassen. Das ist einfach wahr. Und dann tun Sie doch nicht so und verpacken Sie das doch nicht in Ihren abgelutschten Floskeln, neoliberalen Floskeln von Strukturreform und Ähnlichem. Sagen Sie ganz einfach, dass diese Form von Situation so ist. Sie wollen einen öffentlichen Dienst, der 2020 halb so groß ist wie der von heute. Das ist ehrlich. Als zweites programmiert diese Form von Politik selbstverständlich Privatisierung. Natürlich stehen schon Leute da, die möchten gerne die Kewober kaufen, die möchten gerne Wasserwerke, die möchten gerne die Eigenbetriebe, möglicherweise die BLG.
Selbstverständlich, weil es gesunde Betriebe sind, weil man damit Gewinne machen kann und weil auch die öffentliche Hand damit Gewinne macht. Und wenn man das sozusagen politisch nicht durchsetzen kann, weil es mittlerweile eine ganze Menge Menschen gibt, die erkannt haben, dass es blödes Zeug ist, dann muss man sich sowas wie die Schuldenbremse schaffen und so eine Enquete-Kommission, eine Art von höhere Gewalt, die einen legitimiert, Dinge zu tun, die offensichtlich finanzpolitisch, auch haushaltspolitisch Unsinn sind. Der Kollege Kuhn hat es schon gesagt. Zweite Absicht ist meines Erachtens eine Form von stiller Regierungsbeteiligung. Ich habe mich allerdings immer gefragt, auch als ich den Antrag gelesen habe, was ist eigentlich die letzten 12 Jahre Großer Koalition passiert? Dieser Haushaltsnotstand ist nicht seit gestern. Und diese Vorschläge tun so, als wären es neue Vorschläge. Und diese Vorschläge, die da drinstehen, reden von Dingen, wo ich das Gefühl hätte, wenn man denn gemeinsam eine Regierung ist und sie wären möglich gewesen, hätte man sie längst machen müssen. Das ist aber offensichtlich ausgeblieben. Jetzt soll es sozusagen eine Enquete-Kommission schaffen, möglicherweise mit ausländischen Sachverständigen. Da haben wir auch gute Erfahrungen mitgemacht, externe Sachverständige wie Riester und ein gewisser Herr Harz. Da haben wir Erfahrungen gemacht, was das bedeutet. Was mich auch deutlich stört, ist, ja, wenn man eine Enquete-Kommission sagt und man will da reinschreiben, wir müssen den Haushalt sanieren, weil wir haushaltspolitische Probleme haben, die nicht zu leugnen sind. Ist es wirklich so, dass Sie sich um die Zukunft Bremens nur in diese Richtung Gedanken machen darf? Muss man sich nicht auch um die soziale und die ökologische Zukunft Gedanken machen? Darf eine solche Enquete-Kommission den Haushalt betrachten, ohne den Armuts- und Reichtumsbericht Bremen außer Acht zu lassen? Darf sie eigentlich Kürzungsvorschläge machen, ohne mal deutlich hinzugucken, wie man eigentlich Armut bekämpfen muss in Bremen? Ich meine, nein, das darf sie nicht. Weil das ist genau der Irrtum, den man führt. Das ist sozusagen eine Form von Politik, die man nicht machen darf. Wenn man sozusagen über die Zukunft Bremen redet, dann muss man sorgfältig bilanzieren. Dann muss man sorgfältig bilanzieren, in welcher Haushaltssituation stecken wir, in welcher wirtschaftlichen Situation stecken wir und auch in welcher sozialen Situation stecken wir. Und dann kann man möglicherweise Dinge entwickeln, die aus einer formlich misslichen Lage raus helfen. Ich sage, eine Kommission, die das ausblendet, brauchen wir nicht. Wir müssen uns deutlich intensiver damit der Frage beschäftigen, wie kriegen wir es denn hin, ja, Generationengerechtigkeit herzustellen. Sie sagen, Generationengerechtigkeit ist dann, wenn Bremen keine Schulden mehr hat. Das kann man herstellen, indem man jetzt gnadenlos kürzt. Ich sage, damit schaffen Sie eine Form von Generationenungerechtigkeit. Weil, ich habe es noch mal oft genug gesagt, wir schaffen Schulden in Geld, kann man bezahlen. Und wir sagen, diese Form von Schulden kann man durch eine Verbesserung erreichen. Und wir sind deutlich der Meinung, dass in diesem Land Menschen, die viel Geld haben, mehr Steuern bezahlen müssen, damit die Einnahmesituation verbessert wird, damit die Schulden abgeworfen. Das ist Gerechtigkeit. Die andere Sache ist, wenn wir ernst machen, wenn wir diese 400 Millionen kürzen, dann haben wir eine Situation, wo unsere Schulen schlechter werden, wo die soziale Spaltung in Bremen stärker wird. Und wir haben auch eine Situation, wo die öffentlichen Investitionen unterhalb der Abschreibungsgrenze fällt. Das heißt, um den Zustand unserer Straßen, der Kanalisation, der öffentlichen Gebäude, all das, ja, vernachlässigen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer Weise, dass wir unseren Kindern eine Form von Schulden aufbürden, und das kann man mittlerweile rechnen, die sie sozusagen dann nicht mehr bezahlen müssen. Und dann müssen diese Menschen in einer Situation leben, die tatsächlich in einer Weise Generationenungerechtigkeit schafft. Als letzte Bemerkung möchte ich darauf hinweisen, dass der Ruf nach solchen Enquete-Kommissionen und anderen Sachverständigen auch immer einen Beigeschmack hat, nämlich den, dass man die eigene Politik und die eigene Situation und die eigene Kompetenz in Frage stellt und sich selber diese Stammtischvorwürfe, Staatsräte brauchen wir wenig, wir brauchen noch ein halb so großes Parlament, ja, dass man diese Form von Stammtischdebatte aufgreift, hier ins Parlament trägt und noch den Beweis dafür erbringt, dass wir offensichtlich unsere Aufgaben nicht machen können. Ich warne sozusagen noch mal ausdrücklich davor. Meine persönliche Erfahrung ist die, dass es im Gegenteil hier in diesem Raum eine ganze Reihe von kompetenten Menschen gibt, auch wenn sie nicht politisch meiner Meinung sind. Bin ich der Meinung, dass dieses Gremium erhalten werden muss, dass es hier Kompetenz gibt, diese Probleme zu lösen. Wir brauchen dafür keine Enquete-Kommission, sondern ich glaube, das kann dieses Parlament alleine. In diesem Sinne wundern Sie sich nicht, dass wir Ihren Antrag ablehnen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, bevor ich den nächsten Redner aufrufe, darf ich auf der Besuchertribüne herzlich begrüßen.